Ja, liebe SGV-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmen vor dem Spiel. Wir sind heute aufgrund des Wetters in unseren PK-Raum gezogen. Das soll uns aber nicht abhalten, spannende Stimmen zu unserem kommenden Spiel gegen FSV Frankfurt zu erhalten. Ramon, ich habe es gerade schon gesagt, wir sprechen heute über unser kommendes Auswärtsspiel beim FSV Frankfurt und sprechen aber auch noch über das vergangene Spiel gegen Rot-Weiß Koblenz. Du hattest schon in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass deine Mannschaft sich oft schwer tut gegen Mannschaften, die in der unteren Hälfte der Tabelle stehen. Was denkst du, woran liegt das, wenn du jetzt auch zurückblickst und das Spiel analysiert hast? Gut, das war jetzt eine tief verteidigende, wobei am Anfang sind sie angelaufen, aber ansonsten eine tief verteidigende, körperlich starke Mannschaft, wo es grundsätzlich schwer ist, sich Chancen rauszuspielen. Wir haben trotzdem in der zweiten Halbzeit 6 oder 7 gute Einschussmöglichkeiten gehabt und am Ende zählen halt die Tore. Wenn du keins machst, dann kannst du kein Spiel gewinnen und dann stehst du auch dort in der Tabelle, wo wir stehen. Wir sind, glaube ich, was die herausgespielten Chancen angeht, sind wir, glaube ich, Fünfter in der Regionalliga. Und was die Verwertung dieser Torchancen angeht, sind wir 18. Das zeigt schon, wo der Schuh bei uns drückt. Mhm. Chancenverwertung hast du jetzt gerade angesprochen. In der ersten Halbzeit hat man auch oft ungenaue Bälle gesehen. Was, wenn du jetzt nochmal zurückschaust, hat dich besonders gestört? War das eben gerade diese angesprochene Chancenverwertung? Ja, vor allem. Also die ungenauen Bälle sind dem geschuldet, dass der Gegner in der ersten Halbzeit mit sehr viel Energie angelaufen ist. Und das hat aber in der zweiten Halbzeit auch deutlich nachgelassen, weil sie eben ein Tempo gegangen sind, was sie nicht über 90 Minuten durchgehalten haben. Und dann musst du eben in der zweiten Halbzeit gegen einen müde werdenden Gegner, musst du dann einfach die Torchancen, die sich dir bieten, nutzen und wenn du auch in der letzten Minute das Tor schießt, aber der Gegner hat abgebaut und das muss eine gute Mannschaft, nutzt es aus. Mhm. Am Samstag steht die letzte Auswärtsfahrt in der Hinrunde bevor, da geht es nach Frankfurt. Was sagt deine Gegneranalyse? Es ist eine spielerisch sehr starke Mannschaft, ist eine junge Mannschaft, die auch ihre Chancen oder ihre Stärken in der Offensive hat. Sie haben ein Ausreißerergebnis gegen Homburg gehabt, da haben sie 7-0 verloren. Ansonsten spielen sie auch sehr diszipliniert und ist auf jeden Fall ein Gegner auf Augenhöhe. Die sind 5 Punkte vor uns, repräsentieren sozusagen das untere Mittelfeld und wir hätten gern den Anschluss an dieses untere Mittelfeld. Deswegen wäre ein Auswärtssieg jetzt mal wichtig. Wenn wir jetzt auf den Kader zu sprechen kommen, der wird ja auch immer bei Stimmen vor dem Spiel angesprochen, da war am Samstag vor allem eine Sache ist da aufgefallen, unser Kapitän war nicht mit dabei, der ist krankheitsbedingt ausgefallen. Wie sieht es da jetzt für diese Woche aus? KG hat normal trainiert wieder die Woche, also die komplette Trainingswoche mitgemacht. Wir haben im Moment, jetzt ist Finn Becker in der letzten Einheit raus, weil er sich auch unwohl gefühlt hat. Also wir haben wohl, und Chris Mistel war letzte Woche auch Teile des Trainings nicht da und Ruben Reisig. Also wir haben im Moment immer mal wieder kranke Spieler. Ich glaube, das liegt einfach auch am Wetter. Also ist jetzt nichts Wildes oder Gravierendes. Aber ansonsten wird wahrscheinlich Mauersberger ausfallen, weiß ich aber noch nicht. Der hat die Woche noch nicht trainiert. Der hat Muskulärprobleme. Und jetzt muss ich mal überlegen. Babic ist zurück, Leutz ist zurück. Ansonsten fallen eben nur noch Jan Koch und Nick Heimann aus, die ja schon länger ausfallen. Ja, also dann auch auf diesem Weg gute Besserungen an unsere Langzeitverletzten und dann euch ganz viel Erfolg für Samstag. Danke. Ja, liebe SGV-Fans, wie ihr seht, heute zu Gast bei Stimmen vor dem Spiel ist Christian Mauersberger. Erstmal auch herzlich willkommen an dich und danke, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Auch wir sprechen erstmal über das 0:0 gegen Rot-Weiß Koblenz. Das mit dem Treffen hat leider noch nicht so ganz funktioniert. Du wartest ja auch noch auf deinen ersten Treffer, warst aber auch schon in den letzten Spielen echt nah dran. Ihr wart sehr bemüht am Samstag. Vor allem in der zweiten Halbzeit ging es eigentlich echt nur noch aufs Tor von Koblenz. Warum hat es diesmal immer noch nicht geklappt mit dem Treffer? Ja, war sehr, sehr schade. Ich glaube, wir hätten es uns vor allem Anfang zweiter Halbzeit verdient gehabt. Wir haben uns sicherlich alle etwas mehr ausgerechnet in dem Spiel. Wir wollten uns mal ein bisschen absetzen von den hinteren Plätzen, haben wir nicht gepackt. Und es hat so ein bisschen einfach das Durchsetzungsvermögen gefehlt. Wir haben ja viele Halbchancen gehabt, aber waren nicht entscheidend im letzten Abschluss, beim letzten Ball. War immer irgendwie, hat was gefehlt. Das hoffe ich natürlich, dass wir es in den nächsten Wochen besser machen.
Wie ist es eigentlich dann auch für euch als Spieler? Wie geht ihr damit um, wenn ihr immer wieder versucht, dieses Tor zu machen, das einfach aber nicht gelingt? Wie schafft ihr es da immer noch, die Motivation zu haben, immer weiterzumachen und immer doch noch dran zu glauben? Ja, also ich denke mal, dass die meisten bei uns schon lang genug im Geschäft sind, dass es halt nichts bringt, während dem Spiel irgendwie zu hadern oder, keine Ahnung, sich viel Gedanken zu machen. Einfach nächste Aktion warten und irgendwann platzt der Knoten und irgendwann geht so ein Ding mal rein und das müssen wir uns einfach wieder arbeiten. Es gibt ja auch so ein Fußball-Sprichwort oder das sagen ja viele in der Branche, wenn du halt unten drin stehst, dann muss man sich das nochmal doppelt so viel erkämpfen. Dann funktionieren vielleicht Dinge oder spielt sich ein bisschen einfacher, wenn man weiter oben steht. Aber da müssen wir halt irgendwie versuchen, da unten rauszukommen. Du hast die Tabellensituation auch schon angesprochen. Aktuell 4 Mannschaften mit 15 Punkten. Das ist also echt wirklich eng da unten. Wie wichtig ist so ein Sieg jetzt gegen Frankfurt am Wochenende? Ja, enorm wichtig. Also ich weiß nicht, ob es bei uns schon jemand in den Mund genommen hat, das Wort. Aber wir sind tatsächlich wirklich im Abstiegskampf. Und ich denke auch, da werden wir echt die nächsten Wochen ein paar harte Spiele vor uns haben. Wir wollen natürlich jetzt am Wochenende schon alles geben. Ich glaube, Frankfurt ist 5 Punkte vor uns. Das heißt, wir können den Abstand echt verkürzen, können uns hoffentlich, je nachdem wie die anderen Spiele laufen, ein bisschen absetzen. Aber es wären extrem wichtige Spiele noch bis zur Winterpause, um da unten sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Wird auch definitiv ein hartes Spiel gegen Frankfurt. Die haben jetzt zuletzt gegen Barockstark verloren. Also die wollen sicherlich Punkte holen. Was ist jetzt deine Botschaft an die Mannschaft, dass sie da jetzt nochmal richtig alles gibt und da vielleicht dann auch echt was mitnehmen könnt in Frankfurt? Ja, ich denke, der Mannschaft braucht man nicht viel sagen. Die wissen das, dass wir einfach alles reinhauen müssen. Wir haben es schon bewiesen in einigen Spielen. Uns hat einfach die Konstanz gefehlt und in den letzten beiden Wochen einfach wirklich so dieser Mut auch wieder, dieses Selbstvertrauen, dass wir trotzdem jeden Gegner schlagen können, auch in der Liga, dass wir gut genug sind. Und ich hoffe, dass das gegen FSV klappt. Das wird ein schwieriger Gegner. Ich denke, das ist eine Wundertüte. Die haben echt schon Ergebnisse erzielt, mal 7-0 verloren, dann 6-2 gewonnen. Also man weiß nie so richtig, was sie für einen Tag erwischen. Ich hoffe gegen uns einen schlechten und ich hoffe, dass wir es ausnutzen und einen Auswärtssieg einfahren. Ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass Frankfurt da einen schlechten Tag haben wird. Ganz viel Erfolg. Wir glauben alle an euch. Danke, danke. Danke dir. Ciao.